Ich möchte euch heute zu einem kleinen Haul begrüßen, zu einem Bremer Call für den Monat Februar. Es ist zwar nur ein kleiner Haul, aber da mein letzter so gut angekommen ist, hoffe ich, euch freut dieser hier genauso. Und schon mal sorry wegen der Bildqualität, aber es ist leider abends und ich bin schon so aufgeregt, das auszupacken. Deswegen möchte ich euch das jetzt hier nicht vorenthalten und hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit meinem Video. So, hier ist der Beutel und dann geht's los. Als erstes habe ich mir hier einen Jutebeutel, eine Jute-Tasche geholt. It's so great to see you. Und da wäre er jetzt kurz fast einfach mal. Der kann 2 Euro. Ja, ich fand es halt total süß. In so. Die kleinen Weinträubchen da drauf. Als nächstes ist ein Oberteil, ein etwas längeres Oberteil mit WhatsApp-Smileys drauf. Und diese ganzen Smileys. Von diesen Bravado. Das kam jetzt 10 Euro. Aber wie gesagt, das hat ist halt von so einer speziellen Marke und ich finde das Material ganz schön. Hinten hat es so weich und vorne mir so ein glattes Material und es ist halt ziemlich lang geschnitten. Dann habe ich, ach so, ja, in der Größe 18. Und dann habe ich dieses Shirt mitgenommen. Was steht da drauf? Left my heart in Tokyo, Japan. Japan. Und zwar, das ist so ein rosa. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut erkennen kann. Ich glaube nicht, aber. Und da habe ich lange gesucht. Also, das kam nur 3 Euro. Und ich habe das jetzt in der 20 genommen, was mir eigentlich zu groß ist. Aber dann sitzt es halt sehr locker. Weil ich habe das sonst nur noch in XS gefunden oder halt höchstens bis zur 12, aber ja, das war schon Glück, dass ich da überhaupt eins gefunden habe. Es war ziemlich viel los heute und diese reduzierten und günstigen Sachen waren ziemlich ja, auseinandergewühlt und nur noch vereinzelte Stücken da. Dann habe ich mir hier so eine ja, Badekappe, also Duschkappe geholt. Und zwar, weil ich halt meine langen Haare habe und ich beim Duschen dann immer die so hochgehalten habe. Und ich finde das eigentlich ziemlich gut. Da kann man das so aufsetzen und werden die Haare nicht nass. Und ich muss auch keine Perückenkappe oder so nehmen. Und ich finde halt, das ist ziemlich süß, so mit den Blümchen drauf und innen drin ist Frottee, damit die auch schön trocken bleiben oder trocken werden. Kann man auch, wenn man sich schminkt oder anzieht oder irgendwas, benutzen. Und die ganze Sache kam nur 2 Euro. Deswegen dachte ich, das kann man einfach mal mitnehmen. So, jetzt noch mal kleine Sachen und dann noch eine große. Und zwar habe ich hier, das fand ich so süß, das musste ich mitnehmen. Normalerweise bin ich nicht so der Unterwäsche bei Primark-Kauf-Fan. Beziehungsweise, weil man halt nicht weiß, wie gut das passt. Und das war auch nur in der M da. Aber da ich halt ein riesiger Gremlins-Fan bin, hier sind die auch nochmal drauf. So süß. Muss ich das mitnehmen und ich
Ich habe halt die größte Größe dann gesucht und das Ganze kam auch nur 3 Euro. Deswegen Kremlins. Noch eine kleine Sache. Und zwar dieser Nagellack von PS. PS. So ein Minz-Türkis, grün, blau. Und der kam halt nur 15 Cent. Und ich dachte, da muss man den einfach mal mitnehmen. Ich habe zwar schon so eine ähnliche Farbe, aber es gab leider auch nur diese eine Farbe. Aber für 15 Cent kann man es mal probieren. Finde ich auf jeden Fall schön. So, und als letztes habe ich hier noch ein ganz großes graues Kauderwelsch. Und zwar, ich habe mir von den Seelsachen dann nur ein was rausgesucht. Und zwar ist das einmal diese Jacke, die ist auf 5 Euro reduziert worden. Von 35. Und ja, ist halt, habe ich halt in der Größe 20 genommen. Ich habe verschiedene Größen anprobiert und ich fand, die sitzt halt am lockersten. Und das ist halt eine, also so eine Jacke, die halt so groß ausfallen sollte. Und ich finde, dann sollte die auch sehr locker sitzen. Ja, ich zeige euch am besten mal, wie die angezogen aussieht, weil bei den T-Shirts kann man sich das immer denken. Aber bei den Jacken, die fallen ja dann auch unterschiedlich. Deswegen zeige ich euch jetzt mal kurz, wie die angezogen aussieht. So, das war's auch schon mit meinem kleinen Haul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr noch wissen wollt, wo ich das her habe, also ich gehe bis jetzt in meinem Primark in Dresden. Und ja, schaut doch einfach mal vorbei. Und dann sage ich vielen Dank fürs Anschauen. Und ich hoffe, ihr schaut mal wieder bei meinen Videos vorbei. Es wäre schön, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder ein Abo. Und schreibt doch gerne irgendwas in die Kommentare, was ihr euch für andere Videos von mir wünscht, was ich mal machen könnte. Demnächst folgt auch ein Frage-Antwort-Video und ich werde noch weitere Videos nachträglich hochladen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und habt einen schönen Tag.